zu meinem Video. Das war ja. Premiere auf meinem Kanal. Ich glaube zumindest. Doch, ja, so habe ich mich doch nie angehört. Willkommen in Elenas Erkältungstown. Ich habe mich total erkältet. Ich weiß nicht, wo ich es her habe, aber. Oh, meine Nase kribbelt, das ist nicht normal. Ja, gut. Folgendes. Da ich schon mal drei Videos aufgenommen hatte, die ich eigentlich veröffentlichen wollte, aber dann mich entschieden hatte, dass ich nur noch eins von den drei nehme, weil zwei sich aufeinander beziehen, wundert euch nicht, es gibt ein Video, wo ich nicht so nasal rede. Lasst euch überraschen, in welcher Woche. Geschieht mir recht, ne? Ja, das geschieht mir recht. Gut, ich bin nicht alleine. Auf der einen Seite habe ich mein Weißbrot Mom und auf der anderen Seite mein Schwarzbrot Leo. Und ich sitze hier gerade dazwischen das Mischbrot. Weißt du, was voll witzig ist? Ey Mom, weißt du, was witzig ist? Ich trage ein weißes T-Shirt und ein schwarzes Ding drüber und habe einen schwarzen Hasen und eine weiße Mom. Ja, das findet selbst Leo jetzt interessant genug, um mal zu gucken. Ja, gut. Wir machen als erstes jeden Monat ab jetzt erstmal ein Update-Video, damit ihr wieder wisst, was ich die Monate, die Wochen dazwischen getan habe, weil wir uns ja jetzt weniger oft sehen. Ja, das kannst du vergessen. Nein, nein, Rückwärtsgang. Wir gehen wieder zurück. Entschuldigt. Ich hätte jetzt gerade fast Hase unterm Ofen gehabt. Es war immer so anstrengend. Als ich ein Kind war, hatte ich diese Häsin. Die war übrigens auch schwarz, witzigerweise. Die hieß Ronja. Die war eine furchtbare Schisserin. Und Ronja hat sich eigentlich fast nichts getraut. Aber wenn die Tür zum Wohnzimmer auf war, ist sie immer, aber wirklich immer unter unseren Kamin runtergekrabbelt. Dann musste man sie mit einem Schullöffel da unten rausholen, weil es da so blöd, weil der Kamin ist so gebaut, dass er hier gerade ist. Dann hat er da oben noch so ein kleines, so wie so ein Einschubfach. Und da ist sie immer reingehockt. Belastend. Das kann ich euch, nein, das kann ich euch sagen. Ja. Also, was hat sich die letzten Wochen getan bei uns? Wir haben endlich eine Lösung gefunden für unser ewiges Problem, dass mein Hase früher mal an den Türen gekratzt hat. Wir haben festgestellt, wenn man ihm da ein Häuschen davor stellt, dann ist er so abgelenkt, dass er das nicht mehr macht. Das haben wir jetzt die Tage herausgefunden und sind ganz begeistert. Ich habe versucht, Tapioca-Perlen für Bubble Tea zu kochen. Ist schief gegangen. Es war irgendwie, sah es ein bisschen aus, ehrlich gesagt, wie so ganz, so, ja, weiß nicht, so glibbriger Reis. Ich habe kein Corona. Zumindest vermuten wir es, obwohl die Chance besteht, weil meine Eltern haben einen Kumpel besucht von meinem Papa, den er aus der Kindheit kennt, und der hat Corona und kurz danach bin ich erkältet worden. Also. Ich bin ungeimpft. Aber alle anderen, die geimpft sind in der Familie, haben es nicht. Also, ich sag bloß. Aber wir gehen nicht davon aus, dass es Corona ist. Der Hase hat. Toll. Der Hase mag meine neue Jacke nicht. Das hätten wir auch mal rausgefunden. Ja, Leo geht's gut soweit. Der Sturz macht zurzeit nur irgendwie so eine bockige Phase durch. Wir wissen alle nicht, wo es herkommt. Vor ein paar Tagen hat er meine Mutter voll fies angeraunzt und ja, und mich hat er gebissen. Der Schmerz der Hand war weniger schlimm als der des Herzens. Das hat sehr weh getan. Ja, wir hatten ein schönes Weihnachten. War wirklich nett. Es gab wie jedes Jahr Fondue. Fondue. Aber wir machen kein Schokoladenfondue, wir machen Käsefondue. Ja, das war echt schön. Und meine Oma und ich, wir haben was Neues probiert. Also bisher haben wir immer den Käse Stück für Stück rein. Diesmal hatten wir alles auf einmal rein.
hat einen Unterschied gemacht. Hat einen richtig großen Unterschied gemacht. Vor allem, dass man da die Stärke noch dazu gemischt hat. War richtig gut. Ja, oder? Nicht so gut war am, direkt am 25. weiß der Geier, wo es herkam, habe ich mir einen Magen-Darm eingefangen. Ich sage euch, zurzeit läuft es nicht gut für mich körperlich gesehen. Ich bin gerade angeschlagen. Ja, dann. Willst du krank sein? Nee, gar nicht. Okay. Da könnte man auf die Idee kommen, wenn du das so erzählst. Ja, nee, krank sein ist nicht geil, aber es erwischt mich irgendwie gerade ständig. Da gab es mal diese Werbung von Switch Reloaded, fällt hin. Irgendwann erwischt es jeden. Jetzt erwischt es gerade mich aber richtig deftig. Bei dem Magen-Darm-Ding haben wir einen Corona-Test gemacht, weil ja das auch so ein Corona-Zeichen sein kann, aber da war ich negativ. Also einmal negativ zumindest. Ich bin dieses Mal positiv, dass es nicht positiv wäre. Ja. Was gibt's noch? Ja, damit ihr euch nicht wundert, das eine Video, das ich gedreht habe, geht um das Verstorbensein meines Onkels. Mir ist ein Onkel, uns ist ein Onkel weggestorben. Es klingt irgendwie komisch, ne? Wenn man das so sagt. Also, ein Onkel von mir ist im November, ne? Im November ist er verstorben, ganz plötzlich. Das war sehr überraschend. Ja. Dazu habe ich dann euch ein Video gedreht, damit ihr wisst, wie es mir dabei ging und alles. Und ja, das Video wollte ich dann auch. Das Video kriegt ihr dann auch zu sehen. Ja, dann weint nicht. Die sind irrelevant. Ja. Was gibt's noch? Ah, meine Mom und ich haben ein kleines Projekt begonnen. Meine Mom war bei einem Nachbarschaftsding und da war eine nette Dame, die hat einen PC angeboten und ein Handy und das haben wir uns dann für umsonst bekommen. Und ja, da ist noch viel Restaurierungsarbeit gerade nötig und meine Mom und ich, wir restaurieren gerade den PC zusammen. Das ist ein ganz nettes Gemeinschaftsprojekt, ne? Ja. Ja. Wir haben vor kurzem erst eine Tastatur reingebaut. Das war echt spannend. Die geht jetzt sogar. Ja, die geht gut. Ja. Gut. Sonst kann ich euch kein Update geben. Sonst ist nicht viel passiert. Ihr wisst ja. Silvester habe ich jetzt spontanerweise tatsächlich dieses Jahr nicht im Gang liegend verbracht. Und meine Sprache ist auch noch da. Bloß sehr nasal. Nicht totkrabbeln. Ach, sorry, das ist ja, und das war eigentlich alles, was ich euch sagen kann. Wir sehen uns in meinem nächsten Video. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was sich bei euch so die letzte Zeit getan hat. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.richtbart@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit und ziehe jetzt eine Menge Schlotter hoch. Bis nachher. Ciao!